Die Schlaganfallprävention und die Versorgung von Menschen fängt ganz konkret vor Ort an. Am Beispiel Berlin-Neukölln ist es gelungen, gemeinsam mit der Stroke Unit, den lokalen Gesundheitsplayern und den Haus- und Fachärzten die Kommunikation zu verbessern. Dieses zahlt am Ende direkt auf die Versorgung der Patienten ein. Neukölln hat über 320.000 Einwohner, eine Großstadt in einer Großstadt. Und der Bezirk arbeitet ganz eng mit dem Vivantes Krankenhaus Neukölln zusammen. Professor Nawawi ist unser Ansprechpartner mit der Stroke Unit im Hintergrund, um das Thema Schlaganfall in Neukölln ganz deutlich hervorzuheben. Und durch diese Kooperation haben wir auch schon sehr viel erreicht. Die Aufklärung der Bevölkerung ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Wir nutzen dazu unsere Bürgerdienststandorte. Dort läuft das Warte-TV und dort bieten wir einen Aufklärungsfilm an. Und über diesen Aufklärungsfilm informieren wir die Menschen zum Thema Schlaganfall, kurz, prägnant, auf den Punkt gebracht. Und das ist eine gute Möglichkeit, dieses Thema zu kommunizieren. Wir haben hier knapp 2000 Schlaganfälle jedes Jahr. Wir haben hier nur eine Stroke Unit. Wir haben hier eine sehr große Maschinerie, die mit allem Know-how versucht, der Bedrohung des Schlaganfalls zu begegnen. Kommunikation ist natürlich ein wichtiges Element in der Medizin, vor allem in der Neurologie. Wir haben hier auch Vielfalt im Personal, um eben die Kommunikation mit Patienten und Angehörigen zu verbessern. Initiativen sind notwendig, um der Bevölkerung zu erklären, was kann ich tun, also Stichwort Gesundheit, Lebensstil. Auf der anderen Seite natürlich aber auch, wenn es zum Schlaganfall kommt, den sofort zu erkennen und richtig zu handeln. Die Initiative Schlaganfall vermeiden, wir handeln in Neukölln gemeinsam, ist auf Vorschlag von BMS und Pfizer entstanden. Und Herr Lieke und wir haben sofort zugesagt, weil wir uns das gemeinsam auf die Fahne geschrieben haben mit dem Gesundheitsamt, genau das Thema mit verbessertem Kommunikationsansatz, dem Schlaganfall und die verheerenden Auswirkungen bekämpfen. Das Projekt ist überall adaptierbar, denn medizinische Versorgung fängt immer vor Ort an. Und das ist genau der Ansatz für zukünftige Projekte und Initiativen rund um das Thema Schlaganfall.